Hi, willkommen zurück bei GTA San Andreas. Bei dem Wetter zur Fahrschule zu gehen, pff, wo denkt ihr hin? Ich baue gerade Muskeln ab. Vor allem, wo bin ich hier? Was ist das für ein Symbol, wo ich hier bin? Karte? Kartenlegende? Triaden, aha. Aus irgendeinem Grund arbeite ich jetzt für die Triaden. Foto-Opportunity. Hey, you got it? Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Fierro to score yay. Shit! We gotta find out who's supplying those cats. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection, and I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Better make it fast, Holmes. These boys aren't hanging around. Okay, ich fahr Cesar abholen. Wo ist der? Ach, da. Da war ich vorhin schon mal. Da wurde irgendwie einer meiner Betriebe angegriffen oder sonst irgendwie was. Mit anderen Worten, hartnervig, die ganze Scheiße. Aber warte mal, wenn ich jetzt hier... Wenn ich diese Autobahn nehme, dann komme ich viel schneller. Ich muss nur da nach links fahren quasi. Ich muss nur quasi hier irgendwo eine Auffahrt finden. Oh. Ich muss nur quasi in diese Richtung auffahren, das klappt hoffentlich auch. Well done. Brilliant drive. Ja. Guck mal, schon sind wir hier. Und dann entdecke ich auch plötzlich einen neuen Teil der Karte. Hier ist wahrscheinlich sowas wie ein Super Jump, Super Stunt, den ich machen kann. Habe ich kurz gesehen, da war die Absperrung weg. So, und jetzt fahren wir mal ein bisschen Autobahn mit unserer neuen Familienkarre, die wir uns hier besorgt haben. Warum finde ich eigentlich nie Sportwagen, frage ich mich. Na, egal. Bis. Across. No access across bridge? Wieso? Wieso ist das dieselbe Scheiße wie in GTA 4? Das sind Terroristen, deswegen dürft ihr nicht in eurer Stadt rumlaufen. Was ist das denn? Jetzt muss ich außen rumfahren. Dankeschön. So ein Drecks. Kack, Huren. Blöd. Dabei habe ich doch gar nichts, was ich erzählen kann. Sagt ihr doch mal was. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ich so erzählen soll. Naja, gut. Ansonsten kann ich ja über Filme reden, wie üblich. Nur habe ich euch bisher, was ich über Filme erzählen wollte, über diese drei, vier Folgen, die ich heute mache, alles schon gesagt. Nämlich, weil ich in letzter Zeit häufiger Horror geguckt habe, habe ich euch darüber halt berichtet, ne? Es gibt noch, ja, ein Horrorspiel würde ich demnächst wahrscheinlich wieder spielen. Und ansonsten geht's mir im Moment eigentlich sehr gut. Ich habe vor, das kann ich euch ja an dieser Stelle auch mal verraten, also ich plane, es ist noch nicht sicher, aber ich plane gegebenenfalls im Oktober, das ist eher weniger von Interesse für diesen Kanal, aber egal, obwohl vielleicht eher doch für diesen Kanal, weil der andere ist ja wirklich mehr auf Technik und so bezogen, oder wenn ich mal irgendwie was so richtig geil finde, was ich so hochladen will. Aber einfach, ich plane im Oktober nach Kanada zu fahren mit ein paar Kumpels und dann da ein bisschen Urlaub zu machen, mir das Land mal ein bisschen anzugucken und so. Und dann wollen wir, dann müssen wir natürlich den Super Homies Konkurrenz machen und nehmen dann mal guck ich mal, ob ich bis dahin so eine kleine Kamera mir besorge und dann vielleicht da ein bisschen so eine Art Vlog mache, ne? Das weiß ich noch nicht genau. Aber jetzt, wo ich mein Face quasi geoutet habe, hätte ich zumindest nichts mehr dagegen, das zu machen. Und ich glaube, es wäre auch eine gewisse Art von guter Unterhaltung für mich selbst, weil man weiß ja währenddessen, man macht nicht nur Urlaub, sondern man tut auch noch was für die Gesellschaft, indem man Videos produziert, die sich später niemand angucken möchte. Die Leute es aber trotzdem tun, weil sie wahrscheinlich Langeweile haben. So wie die, die auf YouTube herumreisen und sich die empfohlenen Videos auf der Startseite anschauen, die nichts mit dem zu tun haben, was man gerade eigentlich gucken will. So mache ich es zumindest häufig. So. Oh.
Ja, raus. Ja. Hier ist mein neuer Wagen. Der gefällt mir sowieso viel besser. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Als ich da angefangen habe, darüber zu reden, über diesen Plan. Aber ich habe es leider wieder vergessen. Tja, dumm gelaufen. Ach so, stimmt, genau. Ich wollte auch noch was, nee. Was wollte ich denn erzählen? Verflucht. Ach nein, doch, ich wollte mir mal die Videostatistiken für mein neues Video auf Steven Spielberg anschauen. Ein toller Hauptkanal. Eigentlich ist das jetzt mein Hauptkanal. Der Let's Play-Kanal ist mein Hauptkanal, weil ich da deutlich häufiger hochlade und auch deutlich aktiver im Moment bin. Und deswegen, also auf meinem anderen Kanal auf jeden Fall, wollte ich mir mal die Videostatistiken durchgucken. Habe ich Ewigkeiten nicht gemacht. Obwohl die mich eigentlich auch nicht sehr interessieren. Ich meine, wer sich das Video angucken will, der soll es sich angucken. Nach dem Motto agiere ich meistens. Die PS3 hat plötzlich angefangen zu pusten. Das ist nicht so schön. Das bedeutet nämlich allermeistens, dass ich meine Audiodatei im Nachhinein noch ein bisschen verändern muss, weil das wird jetzt natürlich, ich entferne das Rauschen übrigens mit Audacity aus der Audiospur, und wenn ich das dann anfangs einmal quasi rausfiltere und dann später im Laufe des Audio-Files eine höhere Frequenz des Rauschens dazu kommt, dann muss ich die natürlich auch nochmal analysieren und rausfiltern lassen. Das ist doof, aber so ist das. So, wie lange wartet der jetzt auf uns? Im Spiel? Bestimmt 3 Stunden. Nein, ich wollte aussteigen. Dankeschön. Happy Homes. Where we going? They were headed over Angel Pine Way. Follow the road and maybe we can pick them up. Cooler Wagen, den behalte ich. Auch wenn das Cesar gehört, einem unserer einzigen Freunde hier. Aber für ein Auto will ich, glaube ich, auch diese Freundschaft natürlich zerstören. Warte mal, wo muss ich hin? Wo sind denn die? Hä? Ach, da unten. Pff. Naja, ich soll der Road folgen. Das mache ich dann jetzt einfach mal. Der Wagen ist echt schnell. Hui. Damit hättest du jetzt echt nicht gerechnet, ne? Oh. Oh, 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 oh. So, zack. Ne, der gefällt mir. So. Wo bin ich denn hier? Warum fahre ich eigentlich durch die Pampa? Warum fahre ich nicht über Straßen? Ich weiß, dass ihr mir die Frage nicht beantworten könnt. Weil ich die Antwort selbst nicht mal kenne und ich bin derjenige, der den Weg ausgewählt hat. So. Wahrscheinlich, um mir den Weg einfacher zu machen. Und Ich muss mal gerade in die YouTube-App reingehen. Oder nee, warte mal, ich gehe mal hier rein. Zack. Zack. Ich starte jetzt mal gerade YouTube hier, weil damit ich nicht vergesse, was ich machen wollte. Boah, ich bin am Schwitzen wie sonst was. Ich bin so am Ölen hier. So ein Scheißdreck. Ich hasse das. Ich hasse es wirklich sehr, wenn ich aufnehme und das Fenster nicht aufmachen kann, weil nachts ist. Das ist der Nachteil davon, wenn man nachts aufnimmt. Wo bin ich denn hier? Wo sind die ganzen Straßen hin, wenn man die braucht? Das hasse ich, wenn man nachts aufnimmt, weil man kann die Fenster natürlich nicht die ganze Zeit aufmachen. Denn es kommen entweder Geräusche von draußen rein oder Insekten. Beides ist scheiße. Denn das rauszufiltern ist zusätzliche Arbeit, die man nicht unbedingt haben will. Die ich nicht unbedingt haben will. Ich gebe es zu, aber man muss auch dazu sagen, dass es vielleicht sich doch lohnen könnte. Denn wenn ich jetzt gerade mal drüber nachdenke, Gesundheit geht natürlich vor. Und wenn die Gesundheit sagt, hey, mach das Fenster auf,
dann sollte man nicht widersprechen. Zack. Ausgerechnet ein Polizeiauto möchte ich klauen. So, perfekt. Jetzt muss ich nur noch zurück nach San Fierro finden, indem ich dieser Straße folge. Mit dem Motorrad fahre ich im Moment lieber, weil damit ist man potenziell schneller als mit dem Auto, obwohl ich das bergauf nicht unbedingt behaupten kann. Wie viele Gänge hat das Motorrad? 20 Stück. So, ja, jetzt sobald die Sicht anfängt zu verschwimmen, könnte es, wird die Fahrt ein bisschen gefährlicher. Aber das überleben wir schon alles. So, bis jetzt sind wir nicht gestorben. Das erinnert mich irgendwie gerade hier rumzufahren an das Spiel Big Mother Truckers. Das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. In irgendeinem Let's Play. Wenn nicht sogar in diesem, weiß ich gar nicht. Da ging es halt darum, dass man sich, dass man so eine Trucker-Firma, die von der eigenen Mutter geführt wird, ja quasi mitbetreibt. Und ständig Lieferungen zu machen hat und wegzubringen hat und dann, ja, und das ist eigentlich alles. Und dann muss man zwischendurch natürlich den Truck auch noch fahren und muss sich darum kümmern, dass Angriffe von wilden Bikern abgewehrt werden. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist aber leider nichts für ein Let's Play, weil es ist sehr eintönig und ja, wenn man es selber spielt, vielleicht nicht, aber als Let's Play passiert halt immer dasselbe. Das ist so wie Minecraft. Das sollte man nur dann spielen, wenn man wirklich eigentlich nur Sachen erzählen will. Und im Sachen erzählen bin ich nicht besonders gut, denn ich wiederhole mich häufig. Und das ist nicht spannend. Deswegen brauche ich immer so ein Spiel, wo man auch zwischendurch ein bisschen was zum Spielinhalt kommentieren kann. Versteht ihr? Sowas wie ein Minecraft-Let's Play könnte ich einfach nicht... Also könnte ich wahrscheinlich könnte ich machen, aber es wäre für mich wie euch wahrscheinlich langweilig. Da bin ich ganz ehrlich. Aber es macht auch nichts, denn, gut, ich meine, bisher hatte ich die Ausrede, dass mein PC zu schlecht ist für Minecraft. Die gilt jetzt nicht mehr. Ich habe eine Radeon R9 270X oder so, irgendwie heißt. Ich habe das schon wieder vergessen. Ich habe mir den PC zusammengebastelt, habe mir zu dem Zeitpunkt das Bestmögliche für mein Geld zusammengebastelt und muss mal schauen, wenn ich jetzt demnächst irgendwie wieder für jemanden oder für mich selbst einen PC bauen will, dann muss ich mich erstmal wieder ein bisschen einlesen. Aber mir macht sowas Spaß. Ich meine, ich bin Informatiker. Ich kenne mich aus ein bisschen. Ich würde es selbst behaupten. Und deswegen resultiert daraus auch das Interesse und umgekehrt. Aber ich wollte jetzt nicht arrogant wirken oder so. Ich meine, ich bin natürlich der Beste, aber... So, ich muss mal gerade... nimmt der überhaupt noch auf? Ja, noch nimmt er auf. Perfekt. So. Dö, was? So. Zack. Dashboard. Ich muss mal gerade in mein YouTube-Dashboard gehen. Ich habe 1,1 Millionen Aufrufe auf dem anderen Kanal. Das ist ja unfassbar. Hör mal. So. Zack. Ja. Ich muss mal gerade die Statistiken angucken. Okay. Kaum schlechte Bewertung. Das gefällt mir. So, zack. Das haben wir auch. So. So. Kennst du dein Level bei unserem neuen Vorteilsprogramm YouTube for Creators? Was ist das denn für eine Scheiße? Die denken sich jeden Tag irgendeinen anderen Kack aus. Benefit Levels. Was habe ich denn hier für ein Benefit Level? Steht das hier? Graphit. Opal, Bronze, Silver and Up. Don't forget, read the article. Ich kenne kein Level. Wo soll das denn hier stehen, bitte? Ich kenne kein Level. So, verpisst euch. Wegmachen. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie die Statistiken aussehen. Eigentlich gucke ich mir meistens eher die Kommentare an, weil die Kommentare... Ja, Fahrt überspringen. Wie geil. Perfekt. Das wusste ich gar nicht mehr. In dem Moment ist mir eingefallen, dass das geht. Wahrscheinlich, weil es da stand.
Holmes? What, you blind or something? Ja, Cesar, steig ein in dein Auto. Where we going? They were headed over Angel Pine Way. Follow the road and maybe we can pick them up. Okay, bremsen. Ja, ein bisschen links. Oh ja. Ja, gut, der Traktor ist schuld, dass dein Auto Schrott ist, Cesar, nicht ich. Ich bin nie etwas schuld. Das sind meistens die anderen, ne? Wie üblich im Leben. Wo muss ich lang? So, jetzt, ich fahre auf die Autobahn. Und zwar falsch herum, so wie es sich gehört. So, da Massenkarambolage mit dem LKW. Ich erinnere gerne immer wieder an die Szene, in der mehrere Fahrzeuge wegen mir explodiert sind. Nein. Was soll denn das? Da gebe ich mir schon so viel Mühe, regulär auf die Autobahn aufzufahren. Was passiert? Ich werde gerammt und werde von der Autobahn runtergeschubst. So ein Scheißdreck. Don't like the freeway, just morons on there. Aha. Egal, der Wagen fährt noch. Reicht, es ist ein Lowrider, ne? Ui, guck mal, wie ich fahre. Hey, guck mal, die Stoßdämpfer halten einiges aus. Ist auch ein Luftfahrwerk, ne? Das kann man ordentlich hochstoßen. Zack. Pneumatik. Ich wollte immer Lego-Technik haben, weil ich das immer mit Pneumatik so geil fand. Ich wusste nicht, was das war, aber ich wusste, dass man irgendwo drauf drückt und dann geht irgendwas anderes los. Und das ganz ohne Batterie oder so. Und dann kam ich auf die Idee, dass es doch irgendwie geiler ist, wenn man sich Lego-Technik-Modelle baut, wo Motoren drin sind. Hab mir dann für 130 Euro den großen, das war so ein Abschlepptruck, den ich mir geholt habe mit so einem Kranarm. Der Truck mit Mega-Kranarm oder so hieß das Modell. Für 130 Euro habe ich mir das gekauft, habe es zusammengebaut und habe es ja später wieder verkauft. Weil ich finde, Lego-Technik ist für mich der einzige Reiz, das zusammenzubasteln. Und das macht dann wirklich Spaß. Also die ganze Technik und die Zahnräder und alles und Motoren. Und dann zu merken, dass diese einzelnen Anleitungen am Ende ein großes Ganzes ergeben, das ist irgendwie schon richtig cool. Aber leider ist der Scheiß schweineteuer. Zwar auch wieder gut zu verkaufen, aber schweineteuer dennoch. Und naja. Es ist eher was für Leute, die dann entweder spielen oder das wirklich sammeln wollen. Ich wollte keins von beiden. Also ich habe ein bisschen damit gespielt und ein bisschen gesammelt. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann kam ich auf die Idee, Big Mother Truckers zu spielen. Das ist The Circle of Life. Oh, guck mal. Steig aufs Dach. Ist natürlich spontan hier die Treppe direkt. Wo soll ich hin? Ah, hier. Fotografiere das Gesicht jeder Zielperson. Aber mach schnell und geh so nah wie möglich heran. Welche Zielperson? There it is, Holmes. Ryder, you sherm head! This business is bigger than any gang, is it? Ryder, little bitch! Na komm schon, steig aus. This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. What now? Is that it? Hey, who's the gringo? I don't like the look of that guy. This more than a few thugs pushing product. It's a serious organization. Sieht auch aus wie ein Staatsanwalt, dieser Typ. Und der da mit seinem Oldtimer? Ist das eine Frau?
How many of these clowns are there? I know a pimp when I see one. They being clever about this. It ain't no exchange of nothing incriminating. Natürlich bemerken die uns jetzt. That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Coolio, we got what we came for anyway. Okay, meet you back at the garage, ey. Okay, wir haben Respect Plus bekommen. Natürlich kein Geld für unsere Mission. Eigentlich sollten wir für solche Missionen mehr Geld bekommen als für die ganzen anderen Kacke-Sachen, die wir schon gemacht haben. Dummerweise machen wir das natürlich alles als Freundschaftsdienst. Machen wir voll gerne, weil wir kennen den ja gut, den César, und er kennt uns gut. Und eigentlich war das ja für uns wichtig, weil wir unsere Feinde ja niedermachen wollen. Aber ihr merkt schon, ist das spannend. Naja gut, ihr könnt jetzt erstmal eine Bewertung abgeben und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit GTA San Andreas. Bis dahin, tschüss.